Hallo liebe Retro-Gaming-Maniacs, Tomenik am Start mit einer neuen Ausgabe von Zock mal wieder, it's Amiga-Time und zwar immer noch Big 100 Wicked Giant Software Games Mega Super Hyper Pack mit Games vom Bodensatz des Public Domains oder so, kann man es wahrscheinlich auch umschreiben. Und heute starten wir mit der vierten von 7 Disketten. Ja, ihr müsst nicht mehr allzu lange durchhalten, aber ein bisschen was kommt hier noch. Und in dieser Ausgabe habe ich mir 4 Games angeguckt, eins davon aber nur so mit einem halben Arsch. Und ich starte mal hier. Also das erste Game, was ich mir anschaue, nennt sich Daleks. Und ja, es geht darum, diesen gleich mal namigen Daleks zu entkommen. Wie sich das spielt, seht ihr dann gleich im Anschluss. Das nächste heißt Diplomatie und ist ein Strategiespiel. Und ich bin kein Strategiespiel-Fan, vor allem dann nicht, wenn das Game hier in so eine Box reingequetscht wird und man sich natürlich vorbehalten hat, zu jedem Game eine, also sich nicht die Mühe gemacht hat, sagen wir es mal so, zu jedem Game eine Anleitung dazu zu legen. Also ist man auf sich gestellt und wenn man bei solchen Games mit zig Abkürzungen und hast du nicht gesehen, nicht klarkommt, dann soll es keinen wundern. Dann haben wir ein Spielchen, welches mir ganz gut gefällt und euch wird es bestimmt auch sehr gut gefallen. Es nennt sich Drip. Und als letztes haben wir ein Game mit dem bezeichnenden Namen Breakout. Ja, so, jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung beim Zuschauen und dann sehen wir uns am Ende nochmal wieder für mein kleines persönliches Fazit. Also, viel Spaß mit dem Gameplay und ciao, bis gleich. Enjoy my channel and have fun. So, Disc 4 ist eingelegt und ja, ich bin mal gespannt. Was haben wir da als erstes Game? Daleks. Hoffentlich ist das irgendwas zum Ballern zur Abwechslung mal. Baller-Games sind ja bis jetzt echt rar hier in dieser Big Box Sammlung. Bis jetzt ist das meiste ihr. Warum denn jetzt hier die Auflösung geändert hat, ist mir ein Rätsel. Wollen wir mal gucken, kann ich denn mit der Maustaste hier was machen? Warum? Nur der Teufel weiß, warum er jetzt gerade die Auflösung umgeschaltet hat. Ich bin also wahrscheinlich das Weiße da unten und muss wohl. Last Stand, Sonic SD, Teleport, ist eine Anleitung, Project, New Game, About, Tool, Teleport, Sonic Screwdriver, Last Stand, ja, es ist immer ganz toll, wenn man keine Anleitung zu den Sachen kriegt. Kann ich hier irgendwie laufen? Ja, kann ich. Wo muss ich denn hin? Ja, sieht so aus, als ob die mir folgen und ich darf mich nicht treffen lassen. Was ist denn jetzt? Ich weiß nicht, wie viele Teleports ich habe. Okay. Und ich habe noch keine Score. Was ist denn Sonic SD? Keine Ahnung. Muss man so lange wie möglich überleben? Wo muss ich denn dann hin? Was ist Sonic SD? Sieht aus, als ob ich den jetzt genutzt habe. Ah, so bleibe ich stehen. Was ist denn Last Stand? You have been killed. The Daleks now rule the universe. Okay. Please enter your name. Ja, wenn es denn sein muss. Ich kann mich nur nicht sehen. Mhm. Gibt's eine Highscore wenigstens? Nö. Score 70 Punkte. Okay. Ja, dann, das ist ja witzig. Du kannst das Kontrollfenster hier hin und her schieben. Nice. Hilft ja richtig. Okay. Wir müssen wahrscheinlich also so lange wie möglich überleben und sollten uns nicht in die Ecke drängen lassen oder so.
Die sind alle hinter mir her und gleich werden sie mich haben. Ich könnte mich jetzt wegteleportieren. Yeah. Hä, was ist passiert? Was ist da unten passiert und warum bin ich da oben? Keine Ahnung, was da passiert ist. Kann ich mich nochmal teleportieren? You have been killed. Okay. Ja, okay, gut. Diesmal hatte ich weniger Punkte als vorher. Kommt man hier irgendwie wieder raus? Konnt man. Let Amiga play. About. This game is based on Doctor Who TV series. You are chased around the screen by the Daleks. Oh Mann. Trying to get them to run into each other. Ach so. You can vaporize any Daleks beside you with your sonic screwdriver. However, it's only good once per level. Teleport will move you to a random location on screen. Die müssen sich also gegenseitig berühren? Und once per screen kann man diesen Screwdriver nehmen? Was Last Stand heißt, weiß man nicht. Wie kriegt man die jetzt also dazu, in sich selber zu rennen? Tja, gute Frage. Offensichtlich nicht so. Teleport. Nee. Ich weiß nicht, wie oft man sich teleportieren kann. Mist. Das hat wohl nicht funktioniert. Einen letzten Versuch noch. Scheiße. Okay. Gut. Lass mal den Amiga selbst playen. Wie sieht das aus? Tatsächlich, die müssen also... müssen also in sich selbst laufen. Das heißt, ich habe das vorhin einmal geschafft. Aha. Ja. Okay, gut. Reicht aber. Na, ich will jetzt eigentlich nichts auf dem... Ja, mein Gott, dann halt. Speicher die Highscore ab oder was du auch immer da machen willst. Hauptsache, ich komme hier wieder raus. So. Fertig? Gut. Dann können wir ja den Schreibschutz wieder hier dingsen. So. Okay, gucken wir uns mal das nächste an. Diplomatie. Ja, das klingt nach irgendeinem Strategiespiel oder sowas. Also klingt so nach... Nicht meins. Das muss man überraschen. Die meisten Games sind ja wirklich extrem simpel. The exciting game of international intrigue by the Avalon Hill Game Company. Amiga Version by Steve Douthat. Press any key to continue. Ach ja. Input Orders. Go back or new old save quit. Status Orders. Adjust. Aha. Ich weiß gar nicht, was ich hier bin. F-Eddy. Ich finde das mal ganz toll, wenn man das so Zeug spielen muss ohne Handbuch. Ja. Okay, alles klar. Mhm. Ja, sicher. Dieser Button hier ist interessant. Ja. Ja.
Alles klar. Na, wie komme ich hier wieder weg? Ja, das... Nun, ne. Ich würde sagen, das ist gar nichts für mich und tschüss. So, gucken wir uns Game Nummer 3 an. Wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Insgesamt sind ja hier auf der Diskette 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, alles klar. Dann machen wir hier mal 4 Games in dieser Ausgabe und 4 in der nächsten haben wir Disk Nummer 4 auch jeweils erledigt. Wollen wir mal gucken. Wenn es denn läuft, ist natürlich immer das Motto. Mhm. Ja, hervorragend! So, bin mal gespannt, ob es diesmal lädt und ob es diesmal funktioniert. Wahrscheinlich hatte der noch von vorher irgendwas im Speicher, was zu diesem Guru geführt hat. Muss ja sein, ne? Aber wie gesagt, ich bin erstaunt, dass das häufig, relativ selten passiert jetzt bei dieser Big Box Sammlung. Wahrscheinlich hat man sich die, wenn überhaupt, dann auch nur ein einziges Mal angeguckt. So, Eevee Info. Mal gucken. Someone has tapped into your party juice with a system of pipes and ruined your fun. You must trust all the pipes to get the juices flowing again. Ride in bubbles or drip to avoid trouble. Stay away from acid, plastic, von allem Möglichen. Plug joystick in Port 2, press fire button to drip, P to toggle pause. Ja, wir werden es ja gleich sehen, wie das dann geht, ne? Press ein oder zwei Players. Ein Player. Jetzt wollen wir mal gucken. Get ready. So, da... Okay. Wie dripp ich? Ach so, da kann man springen. Ah, man muss die Felder einfärben. Einfach durch drüber fahren. Das gibt Punkte. Und wenn man springt, drippt man. Und so wie es aussieht, weiß ich nicht, wie viele Drips hat man denn noch übrig. Und die Ballons soll man einsammeln für extra. Heißt die 5 da oben, dass ich noch 5 Drips habe oder wie? Und die Bubble macht wahrscheinlich mich safe oder so. Ne, interessanterweise, wenn ich die Bubble einsammle... Muss ich die Rohre da... Naja, ich sollte diese Tropfen nicht berühren. Wie geht das mit dem Drippen? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Okay, aber so wie es aussieht, muss ich hier wahrscheinlich mal so die einfärben alle da. Mal gucken, ob ich das hier alles rechtzeitig schaffe. Dann springe ich da wieder raus. Okay. Ich würde das ja gerne noch irgendwie schaffen. Aber es... Okay, das eine ist... Anzahl der Leben. Game over. Gut. To the last drip. Game over. Kann ich mich da eintragen? Nö. Nicht. Die Top 10. Okay. Probieren wir noch einmal. Endlich mal wieder ein Game und so ein halbwegs brauchbares. Oh, ist das zufallsgeneriert hier das Level? Also, ganz offensichtlich muss man erstmal die Dinger ja auch einfärben. Und, ach, das sollen dann wohl die Eiswürfel sein. Jedenfalls gibt es Punkte, je mehr man da einfärbt.
sehe ich gerade. Das hat dir weh nicht rechtzeitig geklappt. Ja, und wenn ich dann springe, dann macht er das irgendwie zufällig. Ich kann irgendwie nicht sagen, spring mal irgendwie, weiß ich nicht, weg von den Viechern. Das kann ich irgendwie nicht beeinflussen. Scheint mir. Und da ist das Kackvieh da auch noch schneller als ich. No. Cached bei Eiswürfel. Ah. Ich weiß nicht, wie lange die Bubble hält. Aber in dem Moment... Aha, ist die Bubble gleich durch. Na. Aber die ist ja ganz cool, weil da kann ich ja dann auch an Ecken kommen, wo ich sonst nicht hinkomme. Nein! Und ich habe doch gar nicht mehr so viel einzufärben. Scheiße! Komm, ich will das wenigstens einmal noch versuchen zu schaffen hier. Mann, jetzt dachte ich schon, jetzt war ich doch schon so weit. Muss doch gehen, ey. Mach mal hier schneller, hier, Mann. Kann man das beschleunigen? Eins. So, ein Versuch noch, ein letzter hier. Ja, es ist hier total zufällig mit den Rohren. Ja, ich bin zufällig gerade ziemlich zu blöd. Na, jetzt krieg ich wieder mal überhaupt nichts gebacken. Der Vorführeffekt. Wenn man es besonders gut machen will, kriegt man es besonders schlecht. Ach, wie schlecht kann man sein? Das gibt's doch nicht, ey. Frost. Ja, leck mich am Sack. Das wird diesmal gar nichts. Na, okay, reicht mir, reicht. Ich hab's, ja, es soll nicht sein. Es soll nicht sein. Das waren sie, glaube ich, von dieser Ausgabe, ne? Oder hatten wir noch was? Komme ich hier so wieder raus? Easy Exit. Wenigstens kommt man hier wieder raus. Okay, ne, dann haben wir noch eins. Super Breakout. Und das klingt wenigstens nach einem Game, was man kennt. Das klingt nach Breakout. Ich bin mal gespannt, ob es Breakout ist. Das letzte Game für diese Ausgabe. Ja, es sieht nicht nur so aus, es scheint auch so zu sein. Game Type, Sound. Breakout, Breakthrough, Double. Sound, High, Low, Off. About. Okay. Wie startet man den ganzen Spaß? Ah. High Sound. Wahnsinn. Mit einem Amiga-Ball, würde ich sagen, sind wir hier zugange. Gibt es da auch Extras? Oder ist es einfach nur ein simples Abräumen? Eins der wenigen Breakout-Spiele bis jetzt auf der Disc? Wenn überhaupt. Ich kann mich gar nicht erinnern, da vorher mal noch eins gehabt zu haben. Und, aha, jeder Stein gibt einen Punkt. Okay. Dedim, dedim. Schaffen wir es da irgendwie ein Loch rein zu fräsen? Na, sieht so aus, als gibt das Spiel nicht wirklich viel her, ne? Ich glaube, der Ball wird gerade ein bisschen schneller. Jetzt. Mein Schläger ist kleiner. Warum ist er auf einmal kleiner? Kann mir das jemand verklickern? Wird der jetzt automatisch immer kleiner oder was? Ich komme da nicht bei. So, jetzt räum noch mal ein paar Punkte weg. Ach ja, ja. Normalerweise mag ich so Breakout-Games ja, aber das gibt ja mal nicht wirklich viel her, oder? Ja, schön. Breakout halt. Oh,
Naja, die geben ja richtig viele Punkte. Jetzt gibt dir jeder Stein nur einen Punkt oder was, aber ich habe ja noch gar nicht 160 Punkte abgeräumt. Oder geben die unterschiedlich? Wird es mir gelingen, alle Steine abzuräumen? Na, ganz bestimmt. Ach, ich wollte eigentlich irgendwie nach links rüberkommen. Aber nicht so. Nö, jetzt... Ja, der war nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht, okay. Ja, ich quäl euch jetzt. Wobei, ihr könnt ja vorspulen. Bis zum Fazit, welches dann im Anschluss an dieses Game hier kommen wird. Aber vielleicht kriege ich es ja noch hin, wenigstens mal zu gucken, wie Level 2 aussieht. Das wäre ja noch was. Das würde ich mir noch angucken wollen. Aber nur gucken und nicht spielen. Für den Fall, dass es mir gelingen sollte, hier alles wegzuräumen. Na? So ganz grob lässt sich das, so elementar lässt sich die Richtung des Balls auch beeinflussen. Ja. Okay, kann klappen, muss aber nicht, genau. Jetzt brauchen wir noch 25 Stunden, um die letzten 4 Steine wegzuräumen. Ja, so ungefähr. Nee, ist nicht dein Ernst. So, jetzt guck mal. Klappt nicht. Ach, heje, ich glaube, das kann ich euch doch nicht zeigen, wie das nächste Level aussieht, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe. Na? Okay. Na. Nicht dran vorbei. Okay. Jetzt nur noch diesen einen. Ah, der ist natürlich... Der ist strategisch richtig geil. Ja! Ja, das ist aber nicht euer Ernst jetzt, ne? Okay. Aber so kann man auch Punkte machen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Das war gar nicht so doof. Was ich doof finde, ist, dass das Ganze nochmal stattfindet. Ich hatte jetzt eigentlich mir erhofft, da ein anderes Level-Set oder einen anderen Aufbau oder irgendwie sowas zu sehen. Naja, okay. Aber ich habe ihn schön eingesperrt da oben. Ich werde jetzt aber hier keine weitere Aktion durchführen, sondern ich würde sagen, das hier reicht mal als Einblick in diese 4 Games und meine Meinung dazu im Einzelnen draußen an der Sonne. So, da haben wir uns die Spielchen mal angeguckt und ich komme zu meinem kleinen persönlichen Fazit. Da leckst die nieder, ne? Wenn man da erstmal weiß, wie es geht, ist es ja okay, aber es ist trotzdem ziemlich schwer, den Viechern zu entkommen. Also, dass man irgendwie sich so bewegen muss, dass die ineinander krachen und dann nur noch Schrotthaufen bilden. So kann man also überleben und entkommen. Es ist vom Spielprinzip nicht uninteressant, es hat was und es beschäftigt einen vielleicht auch mal so für 5-6 Minütchen, aber ich glaube, das war es dann auch. Schon alleine deswegen, weil die Grafik sehr einfach ist, wobei ich ja immer sage, einfache Grafik muss nicht heißen, dass das Game scheiße ist. Aber manchmal heißt einfache Grafik auch, dass das Game zusätzlich scheiße ist. Da kannst du halt nichts mehr retten, ne? Aber es ist spielbar. Also so ist es ja nicht, ne? Also es ist jetzt nicht ganz so übel. Das nächste, das Diplomatie, habe ich mir eben nur kurz angeguckt, weil ich da nicht gerafft habe, und was es geht, wie man das steuert und keine Ahnung, ne? Ohne Anleitung ist man bei sowas halt aufgeschmissen und ich frage mich immer wieder, wie kommen die Leute da drauf, sowas in so eine Box reinzupacken? Naja, gut, deswegen habe ich das kurz abgehandelt. Das nächste fand ich umso geiler und ist eigentlich auch mein Highlight für diese Ausgabe, nämlich Drip, wo man ja eigentlich nicht viel anderes machen muss, als Rohrleitungen entlang zu laufen und die dabei einzufärben und dann allen möglichen Gesocks und Gedrops auszuweichen. Und das macht durchaus Spaß und ihr habt es ja gesehen, ich habe mich da auf jeden Fall länger mit befasst. Fand ich auf jeden Fall ein ganz nices Game, hat mir persönlich eigentlich auch am besten gefallen. Und Breakout, ja, ist eine Breakout-Variante. Simpel zwar, kann man spielen. Ich habe Breakout früher gerne gespielt, auch auf dem Atari 2600, dann aber mit Paddle, weil der Controller, der Paddle-Controller an sich ja schon ein spaßiges Device ist.
Hier kann man es wenigstens mit der Maus spielen, was ja ganz okay ist. So lässt sich das wenigstens vernünftig steuern, denn es gibt auch andere Varianten. Aber ich möchte hier nicht vorgreifen. Ja, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt für ein paar Minuten und wurdet gut vom Alltag abgeholt. Und wenn dem so ist und es hat euch gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Däumchen nach oben. Ansonsten schaut gerne mal, was habe ich hier noch so zu bieten auf meinem Kanal. Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne ganz unverbindlich ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu schmusen. Und dann kriegt ihr auch immer schön YouTube-Reklame von mir in eurem Briefkasten. Ansonsten bleibt mir treu und ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben, euer Tomaniac.